Ebenso wichtig die Landes- und Bündnisverteidigung. Wir waren über Jahrzehnte konzentriert auf Auslandseinsätze. Mhm. Das sind kleine Kontingente, die wir vorbereiten, die sehr viel Zeit zur Vorbereitung haben. Jetzt werden andere Dinge gefragt. Jetzt müssen wir reaktionsfähig sein, so wie das Bündnis es verlangt, so wie wir auch im Bündnis über die letzten 3 Wochen reagiert haben. Das bedeutet, wir müssen größere Kräftekontingente, andere Fähigkeiten schneller bereitstellen können und darauf werden wir uns jetzt wieder konzentrieren. Das bedarf auch der Hinterlegung mit Material, das bedarf vor allen Dingen auch der Ausbildung größerer Truppenkörper, Großverbände, Bataillonsebene und aufwärts. Und das sind Dinge, die wir jetzt